Oper Dialoge der Karmeliterinnen führt die Zuseher nach Frankreich zur Zeit der Französischen Revolution. Eine Zeit massiver gesellschaftlicher Veränderungen, in der der Kampf um Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit sowie die Säkularisation nicht ohne Opfer bleiben. Es ist eine œuvre sur le plan dramatique d'une rare puissance. In diesem Werk gibt es eine politische und eine menschliche Dimension. Die Protagonistin Blanche de la Force, die sich ins Kloster zurückzieht, und dann auch noch die psychoanalytische Seite, die Aufarbeitung ihrer Vergangenheit und ihrer Albträume. Es ist ein ständiger Kampf im Kloster für Blanche de la Force. Une chose très très forte sur le personnage principal qui s'appelle Blanche de la Force. Le thème principal c'est la peur. Es ist die Angst, die sich durch die gesamte Oper zieht. La peur est une donnée qui circule dans tous les personnages. Sie ist das zentrale Thema und spiegelt sich sehr intensiv in der Musik wider. De la peur est extrêmement présent dans la musique. Die Musik von Poulenc ist so vielfärbig, also dass man hat so viele verschiedene Momente. Also es kann sehr machtvoll sein, es kann sehr wütend sein, es kann sehr unglaublich berührend sein, wahnsinnig schön. Die Melodien sind viele, aber auch die zwischen die Melodien gibt es Momente von fast Gebet, also von der Ruhe, dass man höchst berührend durchaus. Laura Tatulescu gibt ihr Stadttheaterdebüt in der Rolle der Blanche de la Force. Sie ist ein Mädchen, eine angstvolle Mädchen. Sie ist so geboren. Sie versucht ihre Ruhe zu finden. Und dann denkt sie, ich möchte in die Kloster gehen. Und das mag sie. Und sie denkt, okay, diese Regeln von dem Kloster werden mich protegieren. Sie hatte gehofft, hier Ruhe zu finden, überwindet ihre Ängste aber erst im Angesicht wirklicher Not. Es kommt der Moment, wann alle Nonnen müssen so zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen. Okay, was machen wir jetzt? Sterben wir alle für Gott? Und am Ende, für Blanche denke ich mir, es ist eine Befreiung, dass sie für Gott stirbt. Der Klassiker der französischen Opernliteratur, Dialoge der Karmeliterinnen, ist noch bis zum 6. März im Stadttheater Klagenfurt zu sehen.